Heute gucken wir uns wieder an, wie teuer Yu-Gi-Oh! Überhaupt ist. Denn wir hatten jetzt Battle of Legends, das neue Set. Und das hier war ein cooles Set. Viele wirklich gute, auch Reprints drin. Ein paar neue Karten, die ganz okay sind, aber die Reprints waren hauptsächlich der Selling Point von dem Set. Dann hatten wir ein Announcement, was die Rarity Collection angeht. Und immer wenn wir viele Reprints bekommen von Deckthemen, gehen einige Karten so ein bisschen hoch, die zum Deckthema gehören, die vielleicht nicht reprintet wurden. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns wieder die 100 meist getradeten Karten an auf Card Market. Let's go. Der Trap von Punk, die nicht reprintet wurde, die vom Preisgrafen, wie ihr seht, so ein bisschen hochgegangen ist, über 20 Cent, aber die kriegt ihr für so 2 bis 5 Cent noch, also relativ günstig. Aber die wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen so ein bisschen hochgehen, weil Lissos Grand Creators, das ist ein Set, was schon ein bisschen was her ist und die wird wahrscheinlich so bei 30, 40 Cent landen, weil das schon mit den Punk-Karten dann gut spielbar ist, die werden mehr gespielt. Ein paar andere Deckthemen, die vielleicht vorher nicht so viable waren, werden viele Leute spielen, weil die halt die ganzen Karten jetzt haben, die nicht so teuer sind. Deswegen wird das schon ein bisschen hochgehen. Dann haben wir Groll der Viper, eine Karte aus dem neuen Set. Die Karte ist nicht gut, aber die geht aktuell so 10 Cent. Aber die Leute werden die halt brauchen, wenn sie halt so ein Venom-Deck spielen möchten mit den ganzen Snakes. Also dafür wird die halt wichtig sein. Das gleiche gilt für Final Cross, auch eine Karte, die jetzt nicht wirklich gut ist. Aber die ist halt neu, einige Leute brauchen die Karte, geht aktuell ihre 10 Cent. Die droppt vom Preis aber extrem runter, ist also keine gute Karte. Aber die Leute wollen die Karte halt spielen. Haben wir einmal Frau Spinne. Eine Karte, die in Punk jetzt nicht wirklich super viel gespielt wird. Aber mit dem Reprint der anderen Karten ist die Karte halt, weil die Karte halt nicht reprintet wurde, jetzt wieder mehr in Demand, weil die Leute die Karte halt doch für manche Strategien brauchen, für manche Szenarien. Deshalb spielen die Leute dann die auch. Und deshalb wird die auch vom Preis her ein bisschen teurer sein. Aber wie ihr seht, die kostet immer noch nichts. Wie wahrscheinlich auch sich so bei 20, 30 Cent einpendeln. Dann haben wir einmal Urobonus. Eine von den neuen Karten aus dem Set, brauchen wir nicht überreden, kostet gar nichts. Dann Lure of Darkness aus Wild Survivors. Eine Karte, die nicht wirklich irgendwas geht. Aber wir sehen schon, die hat schon die 10 Cent übersprungen. Geht langsam wieder so ein bisschen nach oben. Die hat viel 2 Cent gekostet, jetzt kostet sie ein bisschen mehr. Wir werden sehen, wo die Karte hingeht. Aber Lure of Darkness ist immer so eine Karte, die immer so ein bisschen Value halten wird. Wie viel ist immer die Frage, aber so ein bisschen Value hält die immer. Heißt wahrscheinlich auch so 20, 30 Cent wird die auch nachher gehen. Aber die Leute brauchen die halt aktuell nicht für irgendwelche Decks, deswegen wird die aktuell nicht so viel gekauft. Haben wir immer Regenbogen-Lotion. Ist eine Karte aus dem neuen Set, eine Secret Rare, die kostet gar nichts. Haben wir einmal Praying Mantis, auch das eine Secret Rare aus dem neuen Set, auch die geht gar nichts. Manche Leute brauchen die für irgendein Insektendeck, glaube ich, aber die geht trotzdem halt nichts. Genauso wie die Mutterspinne, ist für das Spinnendeck halt spielbar, I guess. Dann haben wir noch einmal hier den Gigantosaurla, eine Karte aus Wild Survivors, eine Super Rare, die vom Preis sich jetzt relativ stabil gehalten hat, geht so ihre 20 Cent, also ein paar Cent geht die halt schon. Die ist halt für das Dino-Deck wichtig mit den neuen Karten drin, weil wir die halt Fusion beschwören können. Und ich hoffe, dass wir die Karte auch mehr im Play sehen werden in den nächsten Monaten. Haben wir einmal MathMath Gleichung, ist eine Karte aus Monsters Revenge, hat einen Reprint bekommen, geht gar nichts. Aber die Leute brauchen es halt für MathMath. Neue Karte, auch das eine neue Karte. Waggon, auch das eine Karte, die keinen Reprint bekommen hat. Deswegen holen die Leute sich gerade die ganzen Karten dran, weil die halt den ganz anderen Stuff aus dem Punk Gold bekommen haben. Dann haben wir einmal Baby Spider, auch eine Karte, die halt da nötig ist. Dann haben wir einmal Extreme Session, auch eine Karte, die kein Reprint bekommen hat. Logischerweise, weil die auf Power of the Elements ist. Die werden wir wahrscheinlich dieses Jahr in den Mega-Zinn sehen. Aber die Karte kostet halt auch aktuell ihre 10 bis 20 Cent. Die steigt auch ein bisschen, weil wir hat Punk Reprint, die Karte kein Reprint, deswegen geht die ein bisschen mit hoch. Und Leute brauchen die Karte halt für das Deckthema. Und das gleiche gilt auch für das Synchromonster hier. Die wird nicht viel gespielt, aber die werden Leute gerade brauchen. Haben wir einmal Griffin. Auch die hat, by the way, keinen Reprint bekommen in dem Set, wo die Adventure-Karten geprintet wurden. Das heißt, die wahrscheinlich auch vom Preis her ein bisschen hochgehen. Liegt aktuell aber gerade bei ihnen so 10 Cent. Ich weiß nicht, wie die nachher landen wird, aber die Leute brauchen die Karte halt, damit die halt spielen können. Aber das ist keine Karte, die wirklich teuer war. Haben wir einmal Photon Vanisher, auch aus dem neuen Set. Logischerweise werden wir heute viel von sehen. Die Karte ist aber nicht gut. Also die Leute brauchen die Karte zwar, um halt das Photon-Deck zu spielen, aber die Karte an sich ist halt nicht so gut. Haben wir einmal Guard Mantis, neue Karte, Insektenmonster. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was sie tut. Dann haben wir einmal Eradicator. Das Finale der DM ist jetzt eine Woche her und die Leute kaufen die Karte immer noch wie crazy. Das ist schon funny. Ist eine gute Karte, versteht mich nicht falsch. Ist eine gute Karte, die kostet aktuell aber auch gar nichts. Haben wir einmal Arms Regeneration. Auch eine Karte aus dem neuen Set. Dann haben wir einmal Lamia. Auch eine Karte aus dem neuen Set. Dann haben wir einmal Xenometoria. Metoria? Ich kann nicht reden. Ist keine Karte aus dem neuen Set, aber von dem Set von vor 2 Wochen. Wild Survivors.
Ist eine Karte, wie ihr seht, die vom Weißgrafen gerade so ein bisschen am Steigen ist, weil Leute immer mehr Demon spielen und die Karte ist halt mandatory in dem Deck, weil ihr mit der Sucherspell die halt suchen könnt, dann könnt ihr die specialen. Ist eine sehr, sehr gute Karte. Black Mamba, eine Karte aus dem neuen Set, die nichts geht. Genauso wie Rose Shaman, auch die geht gar nichts. Haben wir einmal Welcome Labyrinth und das ist ein Reprint von einer guten Karte aus einem Deck, was die DM getoppt hat. Die kostet zwar nicht so viel, aber die Leute brauchen die Karte, wenn sie Labyrinth spielen. Und auf diesen Reprint haben sehr viele gewartet, weil dadurch das Deck halt deutlich günstiger wird, weil die kostet halt nur noch ihre 4 Euro. Aber wir sehen am Preisgrafen, der Value hat sich halt nicht gehalten. Die haben halt vom Presale halt wirklich gedacht, sie geht so ein bisschen was, geht sie jetzt nicht, aber ist eine Karte, die das Deck dann halt braucht. Und wie immer, ich habe vergessen, ihr dürft natürlich das Video auch liken, wenn euch das gefällt. Und ich mache das ja einmal im Monat. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das zu viel, zu wenig findet. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool, so einmal ein Update im Monat zu haben, was gerade Yu-Gi-Oh! Kostet. Aber vielleicht ist es zu wenig. Vielleicht sollte ich das alle 2 Wochen machen. Ich weiß es nicht. Sag mir Bescheid. Haben wir einmal Battlefield Tragedy. Die Karte ist einfach leider nicht gut. Dann haben wir den Kuribo. Den anderen Kuribo. Die Leute wollen die Kuribos halt haben. Ich weiß nicht warum. Die sind nicht wirklich gut, die Karten. Aber die Leute wollen die halt spielen, I guess. Haben wir einmal Mathmix Sigma. Eine Karte, die ich glaube 10 Euro gegangen ist, vor der Banlist, glaube ich. Und nach der Banlist halt extrem gecrashed ist. Jetzt mit dem Reprint ist der Value halt komplett dead. Ist aber eine Karte, die ihr für Mathmic auf jeden Fall braucht. Sogar 2 Kopien, deswegen wird die Karte trotzdem mal gekauft, wie man sieht. Dann haben wir einmal Striker Support, Sage of Wisdom. Ist nicht wirklich irgendein Value da, aber die Karte werden die Striker Enjoyer wahrscheinlich schon haben wollen. Dann haben wir einmal den Kaiserherrscher Zero. Der mein Setup jetzt ein bisschen zerstört, weil der Name so lang ist. Ist keine gute Karte. Haben wir einmal Deinerand, der Schleimriese. Eine Karte, die ist interessant. Die ist nicht wirklich gut, aber sie ist interessant. Ich glaube, die wird irgendwo Play sehen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo wird die Play sehen. Haben wir einmal mit Deutsche Queen Tiramisu. Eine Karte, die immer wieder wichtig ist zu haben, wenn man halt mal Deutsche spielen möchte. Denn das ist eine der Kernkarten in dem Deckthema. Das ist eine gute Karte. Und der Reprint als Secret Rare ist natürlich schon cool, ne? Wieder Striker Support, kostet aber auch gar nichts. Dann Engage. Die Karte kostet ihre 5, 6 Euro, ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ja, ich mag persönlich das alternative Artwork jetzt nicht so gerne wie jetzt den Originalprint, aber ich verstehe, wenn Leute das mögen. Ist irgendwie ganz cool. Haben wir einmal den Dead. Auch der wird viel getradet, ist eine Ultra Rare, ist halt eine sehr gute Karte. Die gibt es auch als Quarter Century Secret Rare, aber die kostet halt auch nichts. Ne? Haben wir einmal. Und das ist genau der Grund, was ich vorhin gemeint habe: mit Karten, die nicht reprintet werden, werden dann halt ein bisschen mehr gekauft, weil die das für das Deckthema brauchen. Die Karte war immer eine, ich glaube, 1 bis 2 Euro Karte. Guckt euch den Preisgrafen an. Die geht einfach verdammte 10 Euro. Für eine Karte, die eigentlich nicht mal richtig gut ist, aber die mandatory ist zu spielen, wenn ihr diese Engine spielen wollt. Und deshalb geht die jetzt auch 10 Euro. Die wird, ich wette drauf, ein Reprint bekommen in The Grand Creators. Aber aktuell kostet sie halt 10 Euro. Das macht die Adventure Engine damit auf jeden Fall wieder deutlich teurer. Aber der Rest ist halt so viel günstiger geworden, dass die Leute wahrscheinlich das investieren können für die Karte, weil die halt keinen Reprint bekommen hat. Haben wir einmal Vulkanische Hülle, wird in Edison gespielt, glaube ich, und in manchen anderen Variationen. Kostet aber auch nichts, ne? 5 Cent. Haben wir einmal wieder eine Striker-Karte, wow. Haben wir einmal Katzenmais, eine Karte, die ich übrigens sehr interessant finde. Die sieht aktuell kein Play, wird auch in der Zukunft keinen großen Play sehen, aber die Karte kann auch Spezialbeschwörung eine Fieldspell suchen. Das ist grundsätzlich ein ziemlich solider Effekt. Heißt, irgendwann wird diese Karte irgendwo auftreten. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo wird sie wahrscheinlich auftreten. Numbers Last Hope ist eine gute Karte. Ich weiß nicht, wie gut die sein wird, aber in Zukunft wird die wahrscheinlich auch irgendwo Play sehen. Aktuell neue Karte, wird viel getradet, Leute wollen die Karte haben, aus verschiedenen Gründen. Ist eine solide Karte. Kostet aber auch, wie ihr seht, 5 Cent. Haben wir einmal Geist Lanzenträger, Schwerkämpfer der Unterwelt. Eine Karte vom neuen Deckthema, die ich glaube nicht wirklich gut ist. Also das ganze Deckthema ist halt nicht wirklich gut. Haben wir einmal Shogi Rook. Auch die Karte ist nicht gut. Kostet dementsprechend auch nichts. Dann Diamond ist ein guter Reprint. Das Deckthema wird eigentlich nicht so viel gespielt aktuell, deswegen geht die Karte auch nichts. Haben wir einmal Schutzelemente, auch eine neue Karte, die einfach nicht gut ist. Dann wieder
Karte vom neuen Deckthema. Kostet, wie gesagt, aber auch kein Geld. Und auch da wieder neue Karte, neues Deckthema. Ist aber nicht gut. Dann haben wir Photonspringer, auch eine Karte, die mich in meinem Opening ein bisschen getrollt hat. Ich habe die Karte 4-mal gezogen. Und die Karte ist einfach so garbage. Wirklich so garbage ist die Karte. Haben wir einmal den buntäugigen Rebellion XI-Sache. Die hatte ich ja in meinem Video. Ist eine interessante Karte. Gut ist sie nicht wirklich. Ich habe die auch nicht gezogen. Also von daher, vielleicht ist sie auch selten. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wollen die Leute die Karte offensichtlich haben. Extra Hydra ist eine spannende Karte. Ich glaube nicht, dass sie wirklich gut ist. Aber die geht ein paar Euro, denn viele sehen so ein bisschen Potenzial in dieser Karte und das würde ich unterschreiben. Ich glaube, die wird irgendwann mal playable sein. Haben wir immer Synchrozone. Ja, ist eine okay Karte. Geisterfusion, die Fusion von einem neuen Deckthema, von einem Deck, was keiner spielt. Deswegen kostet die auch gar nichts. 10 Cent. Haben wir einmal der Hard Earth Dragon. Und ich finde das immer noch super witzig. Die hat jetzt ja den Secret Reprint bekommen. Und die kostet immer noch Geld. Ne? Immer noch so knapp 2 Euro. Und ich verstehe halt nicht warum. Ne? Weil die Karte selber, die ist zwar gut. Also die Karte selber ist gut. Aber die kannst du in aktuell keinem Deck spielen. Und trotzdem hält die Value. Finde ich sehr, sehr spannend. Haben wir einmal den Grümpel Bogenschützen. Ich glaube, das ist eine Karte, die kann man in Edison spielen. Ihr könnt mich ja mal korrigieren und sagen, oh, weiß ich nicht, ne? Deshalb hält die wahrscheinlich so ein bisschen Value, so knapp 20 Cent, ist ein Secret Rare. Ich glaube, das war ein guter Reprint, denn ich glaube, der andere Reprint ist schon eine Weile her. Ja, der ist schon eine Weile her. Und deshalb kostet der ein paar Cent. Dann haben wir den bewaffneten Neos. Auch die, es ist eine Hero-Karte, also ist eine Neos-Karte, aber sind wir ehrlich, Neos-Karten sind auch Hero-Karten und das ist ein Fan-Favorite und deshalb kostet die auch ein paar Euro. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie gut die Karte ist, aber die wird immer so ein bisschen Value halten, weil es halt eine Hero-Karte ist. Haben wir einmal Dante. Da hat sich wahrscheinlich der Nadir super drüber gefreut, dass der einen Secret Rare bekommen hat. Denn ich glaube, der letzte Secret Rare Pin war, glaube ich, der aus dem Set vorausgekommen ist, Duelist Alliance, ne? Ist spannend auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall, ich habe mir eine gezogen, die sieht sehr, sehr schön aus. Haben wir einmal Mysterion the Dragon Crown. Ja, eine Karte, die theoretisch playable ist, aber aktuell keiner spielt. Sprite Mashers, einer der beliebtesten Karten, logischerweise. Weil ist eine gute Karte, jetzt hat sie den High Reprint, das heißt, alle Leute, die irgendwie Sprite spielen oder irgendwie Sprite-Varianten, upgraden halt jetzt zu der Ultra Rare. Haben wir Herald of Pure Light, eine Karte, die man theoretisch in Sprite spielen kann, aber halt ein generisches Rang 2 Extra-Monster ist. Deshalb wollen die Leute die Karte haben, aber wie ihr seht, die kostet halt nichts. Also die kostet wirklich halt gar nichts. Haben wir einmal Ritus von Aramesia. Und die kostet echt 20 Euro. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die wirklich so teuer ist. Das ist überraschend. Ich hätte gedacht, die geht so auf so 10 Euro runter. Weil die war letzte Tage so bei 15 Euro oder so. Ne? Ich hätte irgendwo hier geguckt oder so, irgendwo da. Da war die bei 15 Euro. Dass sie jetzt auf 20 hoch ist, die ist wahrscheinlich sogar Shortprint. Das könnte erklären, warum die ein bisschen hochgegangen ist. Haben wir einmal Ptolemäus. Es ist schon schade, so eine Secret Rare, die wirklich. Also Ptolemäus ist eine super schöne Karte. Die kostet halt 10 Cent, 20 Cent, wenn ihr es halt mehr als eine Karte haben wollt. Krass. Haben wir einmal Sprite Carrot. Ähnlich wie Smashers. Die Leute wollen upgraden auf die Ultra Rare. Ich finde es übrigens schade, dass die halt Red nicht reingepackt haben. Klar, Red hat einen Print in der UTS bekommen. Mir fehlt auch Gamma Burst, by the way. Wo ist Gamma Burst? Ich hätte Gamma Burst, weil das eine der wichtigsten Karten neben der Falle und als Smashers hätte ich auch gerne das Ultra Rare gehabt, weil das wäre irgendwie cool gewesen. Dann haben wir Rocket Coder. Ist eine Karte, die wird irgendwann play sein. Haben wir ja mal Sakitama. Ich glaube, der letzte Print von der Karte war, glaube ich, eine Kamen, ne? Genau. Und die gibt hier halt eine extra Normal Summon von Spirit Monster. Und du kannst sie halt selber normeln. Das ist halt ein Level 4 Monster, was sie einfach for free aufs Feld bekommt, ohne zu specialen. Das kann extrem wichtig sein. Haben wir einmal hier die Ordensritterin. Eine Karte, die man theoretisch in Infernoble spielen kann. Das Deck ist aber seit langem nicht mehr wirklich spielbar. Aber die Leute wollen es ordentlich trotzdem haben. Dann Shaga, der abnehmende Mond. Eine Karte, die sich halt free specialen kann. Wenn ein Monster mit 2000 oder mehr TK auf dem Feld liegt, das ist eine sehr gute Karte. Geht aktuell gar nichts. Also wenn ihr die noch nicht habt, besorgt euch die, weil ich glaube, das ist eine coole Karte für verschiedene Deckthemen. Haben wir einmal die Water Enchantress, die übrigens super schön in Secret Rare aussieht. Muss ich wirklich sagen, ich habe ja die Ultra Rares logischerweise. Ich persönlich mag Ultra Rares halt sehr, sehr gerne. Aber die Secret Rare ist echt richtig schön. Die ist jetzt bei knapp so 4 Euro.
Die könnte wahrscheinlich aber auch wieder ein bisschen steigen. Das ist natürlich die Frage, wie viele Leute wirklich Adventure jetzt halt reincashen. Denn es könnte natürlich sein, dass wir in der Megaton auch ein paar Reprints bekommen von der Engine. Ich glaube zwar nicht dran, aber es könnte passieren, wenn ihr Pech habt. Sehr schöne Karte. Und natürlich eine gute Karte. Aber immer Sharuk Musai, eine Karte, die halt, ne, Punk braucht die halt fürs Fusion-Ding. Da ist die Fusion. Kostet wieder aber auch nichts, kostet 4 Cent. Also ja, könnt ihr euch mal besorgen. Dann Zeus. Auch der geht auf seine knapp 20 Euro wieder zu. Der ist wahrscheinlich auch Shortprint. Sonst wäre der wahrscheinlich nicht so teuer. Das ist schon krass, dass manche Secret Rares so richtig teuer sind. Ja, Ramesia und Zeus halt 20 Euro ist schon wild, ne? Er hat halt hier diesen kleinen Einbruch vom Value her. Und ist dann direkt nach oben gegangen, wahrscheinlich weil Leute gemerkt haben, ey, der ist gar nicht so verfügbar. Aber den gibt es halt 1200 Mal auf Card Market. Das ist eigentlich genug. Der wird vom Preis wahrscheinlich sogar eher droppen. Haben wir noch einmal, ne, Gin Buster, der kostet nichts, die Karte, ist aber eine sehr gute Karte. Ich habe auch meine Ultra Rare, ich habe mein Upgrade. Ich mag die Karte, die ist cool. Dann haben wir einmal Hirschnote, braucht ihr für Punk Engine, gute Karte. Aratama ist das Gegenstück von dem anderen Spirit Monster. Und der letzte Print von der Karte war unglaublich teuer. Deswegen, gut, weil er teure Rare gehabt. Und wie ihr seht, die Rare bei 5, 6 Euro. Jetzt ist sie logischerweise halt deutlich günstiger. Dann haben wir einmal Xeamin, eine Karte, das ist halt die Starterkarte für das Deck. Die braucht ihr unbedingt. Haben wir einmal Dunkler Magier, Ritter der Drachenmagie, eine Karte, die ich auch gezogen habe. Ist eine Nostalgie-Karte, die ist nicht wirklich gut, aber viele Leute werden die trotzdem haben wollen. Dann Fuchsmelodie, eine der besten Karten aus dem Punk-Deck-Thema, und deshalb ist auch das die teurere Karte. Die hat eine Secret Rare, ich glaube, Ogre hat auch eine Secret Rare bekommen. Ich glaube, die geht auch ein paar Euros. Gucken wir mal weiter. Der drei Klingenmeister, auch eine sehr beliebte Karte. Die ist super interessant. Die ist zwar nicht wirklich gut, aber die ist super interessant. Buch der Verfinsterung, Secret Rare Upgrade, ist eine gute Karte. Kostet eigentlich mehr, als ich gedacht habe, 30 bis 40 Cent, weil die hat ja erst in Tactical Masters den Rare Reprint bekommen. Das heißt, eigentlich müssten alle die Karte schon haben. Deswegen finde ich es irgendwie wunderlich, dass die so viel getradet wurde und auch so ein bisschen Value noch hält. Finde ich spannend. Ich wollte euch auch mal ganz das Set zeigen, einfach damit ihr das auch seht, weil das auch in den 100 meist getradeten Produkten logischerweise drin ist. Das kostet aktuell knapp 58 Euro. Ist, wenn ich ehrlich bin, ein ganz normaler Preis für so ein Produkt. Und das ist ein gutes Produkt. Also 60 Euro für das Display ist wirklich fein. Der hier macht es sogar ohne Versand. Das ist wild. Ich weiß nicht, wenn ihr mehr als ein Display holt, ob das auch ohne Versand ist. Können wir mal kurz testen. Er hat es, by the way, auch da ohne Versand. Also wenn ihr mehr als eine Box holt, ist es trotzdem ohne Versand. Haben wir einmal den erstaunlichen Drachen. Ja, der ist wichtig für das Deck. Duality. Ich hätte gedacht, dass Duality weniger kostet. Aber die scheint auch Shortprint zu sein. Das würde auch den Preis erklären. Aber es gibt aktuell 2000 davon am Market. Ich weiß halt nicht, wie dieses Shortprint halt sich da bereitet hat für die Secret Rares. Ist eine gute Karte. Also, wenn ihr sie nicht habt, ihr werdet sie in vielen Decks spielen können. Ich glaube schon, dass es eine gute Karte ist. Marco Cosmos. Hey, Floodgate. Soll ich jetzt sagen? Leute, wollen sie halt ein Ultra spielen? Dejanessi, sehr cooler Reprint, kostet aktuell gar nichts. Ja, wild, aber die geht auch so langsam so auf die 1 Euro hier. Ne? Ist aber leicht gefallen, so auf die 1-Euro-Marke runter. Aber die könnte sehr schnell wieder hochgehen, wenn Dejanessi wieder mehr gespielt werden. Da ist Ogre Dance, die geht aktuell auch ihre 30 bis 35 Cent, also auch ein paar Cent. Haben wir einmal Super Poli, ein sehr guter Reprint. Aber wie bei allen Sachen ist es bei Super Poli auch mal so, das ist eine Karte, die extrem gut Value halten kann. Ich weiß nicht, wie teuer die halt wirklich in ein, zwei Wochen sein wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie im Preis ein bisschen steigen wird. Aber es gibt halt fast 3.500 Kopien davon auf dem Market. Ich weiß ja nicht, ob der Preis wohl noch fallen wird, aber ich denke, dass der eher hoch geht als fällt. Wenn man Dimensionsriss flatt geht. Azalea, einer der beliebtesten Karten, ist Top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, Top 12. Die Karte, wie ihr seht, die geht vom Preis gerade richtig steil. Denn soweit ich sehe, ist die Karte auch Shop und es gibt davon nur 771 Kopien auf Market. Das ist nicht super wenig, aber auch nicht super viel. Denn die Leute kaufen die Karte halt, weil sie sie brauchen. Und viele behalten die Karte auch, weil es eine generische Karte ist, die eine Karte vom Gegner holen kann. Ist also eine sehr gute Karte. Dann Link-Kodierer. Ist eine gute Karte, kostet aber aktuell ein paar Cent. Flammenfügemann, Höllenwut, eine gute Karte für ein Hero-Deck. Und es ist eine Hero-Karte, das heißt, Hero-Karten halten immer so ein bisschen Value und die wird wahrscheinlich in 2 Jahren 5 Euro kosten. No Cap, ich sag's euch noch. Einmal Goldene Regel für alle Crystal Beast Enjoyer, die Karte geht halt gar nichts.
Aber ist eine gute Karte für das Deckthema. Dann haben wir einmal den Baldrake. Ist eine gute Karte. Ultra Rare Upgrade. Auf jeden Fall verdient. Ist cool. Ich finde es trotzdem weird, dass jetzt quasi alle Bissils Super Rare sind und Baldrake ist eine Ultra Rare. Und dass die Karte die am günstigsten ist von allen. Haben wir einmal Ibli. Floodgate. Ja, die Karte kostet aktuell 40 Cent. Aber wir hatten das schon mal gehabt. Die hat schon mal Reaper gehabt. Da war die auch so bei 20 bis 50 Cent. Und dann ist sie auch wieder auf 3, 4 Euro hochgegangen. Ich weiß nicht, wie das bei der Karte sein wird, aber die hat 3200 Exemplare auf Market. Ich weiß nicht, wie schnell die Karte hochgehen wird. Dann Schattenlicht. Ja, also ich halte übrigens fest, ich sehe jetzt gerade hier, von der Karte gibt es 5000 auf Market. Die anderen Secret Rares sind sowas von safe Shortprint. Plus, dass Leute die Karte eher halten, weil sie die halt für Decks brauchen und die Karte halt nicht unbedingt. Ist aber auch eine gute Karte. Also das ist zwar nicht so gut wie Duality, aber die ist trotzdem gut. Die wird auch irgendwo Play sehen. Dann der Klassiker, Schwarzloch. Auch aus dem neuen Set. Auch eine gute Karte. Kostet knapp so 1 Euro ungefähr. Die wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so ein bisschen steigen. Aber es ist eine gute Karte und die Secret Rare ist schon hübsch. Haben wir auch hier einmal IP Mascarena. Kostet aktuell ihre 4 Euro. Aber das war bei der letzten IP ähnlich, dass sie so auf 5, 6 Euro gegangen ist nach dem Reprint und dann sehr schnell wieder leicht gestiegen ist. Und was wir feststellen müssen, das ist die einzige IP mit dem Original-Artwork, die einen klassischen Secret Rare Print hat. Denn die andere IP ist halt die Parallel-Secret Rare aus der Megatin. Viele mögen diesen Effekt nicht so gerne wie den Original-Secret Rare-Effekt und die Karte ist echt schön, ich habe die auch gezogen. Die sieht echt richtig clean aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute die bevorzugen werden im Vergleich zu der Parallel-Secret Rare und deshalb wird die wahrscheinlich auch steigen. Akku-Berserker der Tendi, eine der meistgetradeten Karten. Es spielen immer noch sehr, sehr viele Leute Sword Soul. Und die Karte war eine 5-Euro-Karte. Jetzt nicht mehr. Ist aber auch direkt wieder zu einem Euro hoch, ne? Die könnte auch schnell wieder ein bisschen teurer werden. Landform in Secret Rare, die geht immer irgendwas. Denn wir hatten den Print, glaube ich, aus der Legendary Collection Kaiba oder sowas auch als Secret Rare. Und der war auch relativ schnell wieder bei 3 Euro oder so. Ich glaube, der Karte wird es genauso ergehen. Auf jeden Fall eine gute Karte, logischerweise, und sieht auch sehr schön aus in Secret Rare. Hat aber auch fast 5000 Kopien, also die wird nicht so schnell steigen. Und die meistgetradete Karte in dem aktuellen Video heute ist Assault Synchron. Eine Karte, die ehrlich gesagt weniger geht, als ich dachte. Wenn ich mir aber angucke, dass es davon fast 5000 Kopien auf Market gibt, erklärt das, warum die Karte nicht so teuer geworden ist. Die werden wir auf jeden Fall noch sehen. Und zwar zu 100%, denn das ist eine unglaublich gute Karte. Das war es aber auch schon von Yu-Gi-Oh! Teuer. Ich weiß nicht, wie ich das nennen werde. Wahrscheinlich Yu-Gi-Oh! Unglaublich expensive. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt, ist da und da ein Video. Guckt mal rein. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.